So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich erzähle euch heute einfach ein bisschen was über unsere aktuelle Liga, wo wir spielen, die Neustadt Falcons. Und ja, wie es letztes Jahr so aussah, will ich euch auch noch mal kurz zeigen. Bis gleich. Ja, also dann fange ich mal an mit letztem Jahr 2018, unsere Saison, unsere erste Saison als Team. Da wir neu gegründet wurden, rutscht man da automatisch in die Aufbauliga rein, also die unterste Liga. Da waren wir zusammen mit den, zeige ich euch jetzt gleich, ich habe hier mein Tablet, dass ich auch nichts Falsches erzähle euch. Also da waren wir mit den Hemhofen Gechers waren wir drin, Nürnberg Silverbacks, Schweinfurt Gladiators und den Coburg Co-Trojans. Das sind alles neu gegründete Teams gewesen, also die letztes Jahr gegründet wurden und die waren alle bei uns in der Aufbauliga Nord mit drin. Ja, da sind wir souverän durchmarschiert, also haben alle Spiele gewonnen. Ziemlich gute Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Es war klar, war hart, also hat auch viel Arbeit erfordert, aber ich denke, die Arbeit macht sich da auch bezahlt. Ob es nächstes Jahr genauso wird sich zeigen. Also dieses Jahr, die Saison 2019. Und ja, dann kann ich euch jetzt hier noch was zur aktuellen Aufbauliga erzählen. Hier sind jetzt die Bamberg Phantoms drin, Coburg Black Dukes, Coburg Co-Trojans, Hemhofen Gechers, Herzo Rhinos, Nürnberg Silverbacks und Schweinfurt Hornets. Also man kann als erstgegründetes Team kann man auch 2 Jahre in der Aufbauliga bleiben. Also man muss nicht zwingend aufsteigen. Ja, jetzt sind sie eben das zweite Jahr drin, haben eben letztes Jahr haben wir auch gegen die Co-Trojans und die Gechers, Silverbacks, gegen die haben wir ja alle gespielt und die bleiben jetzt noch mal ein Jahr in der Aufbauliga. Ja, dann sind hier neu gegründete Teams eben mit dabei, wie die Coburg Black Dukes. Also es gibt jetzt sozusagen zwei Teams, zwei Football-Teams, die komplett unabhängig voneinander sind in Coburg. Und hier noch die Schweinfurt Hornets gibt es noch. Ja, sind auch neu gegründet. Jetzt gibt es in Schweinfurt gibt's jetzt 3 Teams. Also einmal die in der Aufbauliga, Schweinfurt Hornets. Dann haben wir unsere Ball Bearings, die bei uns hier mit in der Liga spielen, in der Landesliga Nord. Und dann haben wir letztes Jahr gegen die Schweinfurt Gladiators gespielt. Also es gibt jetzt 3 Football-Teams, die Ball Bearings, glaube ich, sind die ältesten. Also die haben schon, den Team gibt es schon ewig. Und ja, die anderen 2 sind jetzt eben neu gegründet worden. So, dann kommen wir zu unserer aktuellen Liga. Landesliga Nord ist es jetzt. Da sind wir mit dabei mit den Amberg Mad Bulldogs, Ansbach Grizzlies, Aschaffenburg Stallions, Bayreuth Dragons und Schweinfurt Ball Bearings. Wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Ja, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller in dieser Liga. Die ganzen Teams spielen schon länger. Also es ist jetzt nicht mehr ihr erstes Jahr, sondern die haben auf alle Fälle schon Spielerfahrung, Spielpraxis. Und deswegen wird es auf alle Fälle eine geile Saison. Ich habe richtig Bock und freue mich da echt drauf. Wenn euch die Spiele interessieren, die stehen erstens auf der Website, in Instagram, auf Neustadt Falcons wird das auch alles gezeigt. Und ich denke, ich mache auch nochmal ein Video dann dazu, wann unsere Spielzeiten sind und wo das Ganze auch stattfinden wird. Ja, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. War ein kurzes Video. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid, wie die aktuelle Lage so ist. Und ja, wenn es euch Video gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren, drückt auf Gefällt mir. Die Links und die Tabellen tue ich auch noch mal in die Beschreibung mit rein, da könnt ihr auch alles nachlesen. Bis zum nächsten Mal, ciao.